Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Herzlich willkommen zu Terraria mit dem Fabi. Guten Tag. Hey. Hey, okay, du bist der springt, ne? Ja, okay, alles klar. Dann Patrick. Hallo. Robin. Hallöle. Bobana. Hallo. Und mir. Hi. Ich stech dich ab, Alter. Mega fettes Update. Ja, das heißt, es gibt sehr viele Sachen, die wir noch nicht kennen. Sag mal kurz, lass mir direkt einfach mal starten und sag mal kurz, wie viel ihr von dem Spiel weiß. Also, ich habe es früher schon mal gespielt, hatte auch ein Let's Play mit, glaube ich, Exxon gebracht. Aber von dem neuen Update kenne ich halt gar nichts und da soll halt echt viel dazu gekommen sein. Bei dem Stand bin ich auch etwa. Ich habe das vor einigen Jahren mal gespielt, ganz viel, und jetzt keine Ahnung, was Neues. Wie sieht's bei dir aus, Robin? Ah, bei mir, ich habe es zwar gespielt, aber ich habe jetzt nichts über die neuen Updates wirklich in Erfahrung gebracht. Bobana? Ich habe es noch gar nicht gespielt, noch also, gar nicht geschaut. Pock, für Bobana ist es also komplett fresh, ohne sonstiges. Oh, Achievement! Okay, ich würde dann mich direkt mal so um Hausbau kümmern, wenn es okay ist. Ja. Und ihr geht... Alter! You must have permission to build the spawn point, das ist doch schade. Ja, Fabi, muss mal ändern. Und ich muss mal... Direkt kurz spawnen bei uns, Alter. Ich tu mal gut. Ein bisschen leiser. Ja, so. Ich mach schon. Erstmal ein bisschen terraformen. Terrariaformen. Lol. Direkt da ist abgeholzt hier, Alter. Störung des Regenwaldes, ich sag's dir. Oh! Wobei es ja vor ist. Ja, ein Geräusch, Alter. Erst ein stichtiger Ballage. Wer hat den Super Saiyajin gemacht? Den hab ich gemacht. Wer sonst? Ich kann ja Blumen einsehen und so. Oh, Pilz bringt Leben, okay. Yes. Ja, das war aber schon immer so. Ja, weißt du, wann ich zuletzt Terraria gespielt habe? Gestern? Müsst auch gucken. Ich hab zwar schon so einen Journey-Server hochgezogen, aber gespielt habe ich noch nicht. Und gestern hatte es gestartet. So, bevor die ganzen Monster euch killen, könnt ihr gerne zum Häuschen kommen. Klingt nach einer sehr guten Idee, weil nachts kommen Zombies. Minecraft! Minecraft 2D, Bock. Uff. Hat aber auch, glaube ich, 50 mal so viele Items gefühlt. Wie craftet man nochmal, Alter? Wenn du Escape drückst in deinem Inventar. Ja, so. Und dann unterhalb des Inventars. Aber ich habe einen Rückruftrank, das kann ich theoretisch schon nach unten buddeln. Ja, wir halten mal die Nacht aus, also craftet euch schon mal so das Nötigste, ne? Ja. Holzrüstung. Kann mir einer eine Holzrüstung machen? Ich hab halt jetzt das Haus gebaut. Nö. Hab nicht mehr so viel Holz. Guck mal, wie viel man braucht dafür. Das ist auch gar nicht. Haben wir schon eine Workbench? 80 Stück für eine Rüstung. Okay. Ja, nicht 24. 20 für den Helm, 30 für die Brust, 25 für Schuhe. Schade. 75 dann. Verrechnet. Alter, hey, wer hat die Tür geöffnet? Wer hat ihn hier reingelassen? Ah, welcher Pipega hier, Alter. Immer die Türe schließen. So. So, wo kann ich mich hier runter buddeln? Willst du so einen Schacht, so einen Minenschacht hier drunter machen? Oh, nice. Ich glaube, das ist der fucking Villager, Alter, der hier die Tür aufmacht. Ja, dann macht er mal die Türen auf. Ja. Ja, moin, Alter. Raubt ihm seine Freiheit. Come on. Okay. Grimey, bitch. Boah, muss doch ganz draufhauen, ey. Ey, der hat einen Bogen. Einfach hier aussperren. Einfach Block vorsetzen. Oh, ich höre eine Sternschnuppe. Ja.
5 davon und dann hast du, glaube ich, eine Mana-Crystal, ne? Yes, irgendwie sowas. Dann waren es 3, ich weiß gar nicht mehr. Ich mache uns mal ein Campfire, dann regenerieren wir ein wenig mehr. Hey, das gibt's doch jetzt auch in Minecraft. Es gab in Terraria vorher, ne? Ja. Lul. Aber in Minecraft generiert man nicht mehr Leben, oder? Wäre für Minecraft ein bisschen OP, ne? Ja, Schnuppe. Alter, neue Effekte, Pock. Animationsupdate. Oh. Da will man hier in Ruhe sein Haus bauen, ja. Ausbauen kannst du am Tage. Ey, seit wann gehen Türen automatisch auf, Alter? Kann man bestimmt einstellen, oder? Bestimmt irgendwie. Türen gehen automatisch auf, wenn man dagegen läuft. Nein. Ach, deswegen sind die die ganze Zeit offen. Okay, Robin. Mhm. Super praktisch. Du willst dich schon runterbauen, ne? Ja. Brauch aber alle paar Blöcke eine Plattform, dass wir nicht sofort verrecken. Irgendwie kommt man doch mit einer Tastenkombination, glaube ich, das habe ich mich schon gespoilert. Kann man die Blöcke irgendwie abbauen lassen, ohne dass man irgendwas machen muss. Glaube ich. Warte, wollen wir uns zusammen runterbauen? Ich glaube, die nennt sich linke Maustaste halten. Ja, mach vielleicht so, dass... Nee, so, man so könnte es aber irgendwie... Ja, irgendwo ganz mal so ein Autobild machen. Mach du den linken Block dann einfach. Ich hoffe, ihr habt Holz, um euch wieder hochzubauen, ne? Nee. Nee, ich habe nur einen Rückruftrank. Vom Zombie bekommen. Ohne Möglichkeit, ne? Eisenerz, warte. Nee, nix. So war du links, hab ich bei rechts. Okay. Ah, warte. So. Genau. Nice. Mal Licht. Also für Rüstung, ihr habt einen Social Slot und einen Armor Slot. Was ab, Fog? Ja, Social ist Social ist das Aussehen und Armor ist dann halt der richtige Rüstungswert. Ja. Oh, das, warte, wo sie sind. Social ist das mit dem Haus. Vorhaus. Achso, ich habe immer noch keine Rechte am Spawn. Den hab ich mir jetzt auch. Fabi, kannst du uns mal Rechte geben? Frauen haben keine Rechte, Und bitte auch dann die Bäume nachpflanzen, ja? Oh, Farbe. Du bist gefährlich. Hat sich schon gut. Du wieder links. Die Zombies haben Fackeln in der Hand. Das ist auch neu, ne? Ich hab die Fackel. Und auch Licht. Die Fackel. Licht. Die Fackeln nicht lang rum. Oh! Wieder weiter. Dodge King. Damn, son. Diese Social-Funktion ist für Carsten ganz gut, wenn er wie ein Kostüm. Oh, hast du gesehen, wie ich ihn outplayed habe? Ah, I ist okay, alles klar. Was ist denn dann Q? Ach, Q war, glaube ich. Nee. Dann lass mal hier mal eine Plattform runterbauen, ne? Kernschnurre direkt neben uns. Fabi, du kannst den Block mit mir zusammen abbauen, ne? Kennt ihn immer so. Wer wird überleben? Ja, guck, du bist langweilig, ich find's schneller. Oh. Gleich schnell. Fabi macht Speedrun. Wir sind gleich schon ganz unten. Kennt ihr den Speedrun von Terraria Journey? Nee, ich hab mich noch gar nicht gespoilert. Speedrun habe ich mich halt gespoilert, weil ich viel Speedruns gucke. Aber nicht von Terraria, ich habe nur geguckt. Ich glaube 16 Minuten. Also hier Endboss, ne?
Spoiler nicht, was das in der Nein, für, ist. Also für alles, ja, auch Artmod. Das hat Bovane nicht gehört. Oh, fein. Oh. Nicht, dass wir jetzt... Alter, ich sehe nichts. Ja, nicht. Ey! Hallo! Nein, wir trinken! Wo ist sie, Dings? Ich hab kein, ich kann hier keine Fackeln hinzusetzen. Ja, hier, hier. Scheiße. Ey, ja, Hobbys, ey. BP-Garommel. Immobilitarisierung. Was? Derbe! Ja! Oh, Robert, Alter. Hä, ja, was ging da bei euch schon? Da war irgendwo, ja, irgendwas. So ein Wasserschacht, wo wir reingeflogen sind. Ja, wir haben nichts mehr gesehen. Ja. Und direkt wieder rein. Die Experten vom Dienst. Wer ist ein Baut? Romana geht doch die ganze Zeit aufs Ganze hier. Oh. Warte, wir bräuchten so einen Leuchtstab, oder nicht? Ja, Leuchtstab ist immer nett. Oh. Ja, moin, du hast mich blockiert, ich konnte nicht bauen, Alter. Wer war das? Wer wohl? Das fängt so gut an. Mann. Oh, jetzt Wurm. Scheiße. Weißt du, selber kümmert euch nicht um so einen Scheiß und dann blockiert ihr mich auch noch. Ich komm nicht mehr raus wieder hier. Also Robin, du weißt es, oder? Ja, ich bin gemeldet und blockiert, Alter. Da unten ist ein Wurm. Da unten rechts. Uff. Das mit dem Atmen ist schwierig, wa? Ja. Ich merk's. Willst du zucken? Ach ja. Oh ja, der kommt zu mir. Warum schläfst du jetzt? Ich höre da jemanden mit sehr schnellen Stiefeln. Hallo. Aua. Ist das denn? PvP Pain. Ah. Und Wurm. Sind doch in Forest. Ja moin. Ja, fangen wir an zu meinen. Oh nein, ich hab wieder. Töp meinen. Ja. Aber Höhe 11, ne? Ja. Ah, warte, hier ist Wasser, ne? Lass mal das Wasser da halten, weil dann kommt man schneller runter, okay? Oh, ein Leuchtstab wäre echt nicht schlecht. Ja, das Wasser unten bitte nicht entfernen. Man stirbt ja aber, Alter. Lasst uns das Wasser entfernen. Ah, ich atme wieder. Guck. Hier ist ein Erz. Lass ein Holz klappen. Eisenerz. Ne, Silber. Platinum, das war gut, ne? Ja. Wow. The future is now old man. Lass den. Ach, nicht ertrinken, Robin, ne? Nee, ich kann hier gerade so atmen. Okay. Man muss unter harten Bedingungen manchmal schuften. Ah, mit Steuerung ging das. Fuck. Ah ja, das ist automatisch abbauen. Ja. Das ja moin, Alter, wie OP ist das denn bitte? Ja, das habe ich eben gesucht. Nice. Ich Alter, Pock. Ein Kupfer. Ich baue einfach mal ein bisschen Stein ab, wie immer. Baust du oben ab? Das da? Oder unten? Was ist das denn? Ist beides das gleiche. Willst du oben oder unten abbauen? Bau unten ab. Okay, dann gehe ich oben lang. Mit so einem Leuchtstab, ey, das wär's wirklich. Ja, mein Sinn. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie dafür sorgen, dass wir alle einfach den gleichen Rüstungsstand haben. Bubana, was machst du eigentlich? Ich lauf gerade rum. Sehr gut, erkunden ist gut. Guck mal, du... Nein. Nee, das ist echt gut, weil guck mal, ob du irgendwelche ja, Kisten findest. So in Höhlen Kisten, und so. Kisten oder so Pots wie in Zelda. Ja. Und macht genau das gleiche auch, was man in Zelda macht. Sag nicht, du hast Zelda nie gespielt. Ich hab Zelda nie gespielt. Ist Zelda nicht dieser Typ in der grünen Rüstung mit dem Schwert und dem Schild? Was, ich komm da gleich rüber. Gestern erst Wind Waker 3 geschaut. Ich will unbedingt mal Twilight Princess spielen. Twilight Princess ist tatsächlich das Spiel mit den wenigsten Bugs. Also wo du am wenigsten Speedrun-mäßig was ausnutzen kannst. Okay.
Weil bei den anderen kannst du teilweise durch sehr kreative Methoden einfach Welten überspringen und so. Achtung, Wasser, komm! Ocarina of Time bis heute. Ich glaube, wo war das? In Skyward Sword konntest du, wenn du spezielle Kisten öffnest und dich dann teleportierst, irgendwie den Speicher überschreiben oder so. War schon gut. Oh shit. Wer hat die Frau genommen? Ich? Aha. Ah ja. Leute, wir sind im Jahr 2020, ja. Water! Ich sag mal so, solange wir nichts in irgendeine Lava fallen lassen, sind wir alles safe. Oh. Lustkrebs. Wer ist er tot? Ja, kick sie halt einfach noch in uns rein. Tschüss. Hat er gemacht. Ui. Ui. Sturm anhalten! So, direkt. Ja, ich will nicht so schnell, ne? Hier vorne machen. Sonst können sie sterben. Ja. Okay, zurück, schnell, 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 der Wurm, er wird dich töten. Hab den Wurm beschworen. Lol. Ja, weil ich, weil jemand drüber welch, gefangen. In welchem Biom seid ihr gerade? Wir wechseln, glaube ich. Ja, man wechselt halt. Ich sehe das nur an meiner Tastatur, weil die hat ja jedes Mal eine andere Farbe. Oh yeah, Mr. Krabs, erstmal direkt das OPste, was es gibt, gefunden. Was denn? HP-Kristall, Pock. Das war schon nett. In der ersten Folge. Aber gegen so Mana-Kristall ist auch nichts anzuwenden, wenn man wieder auf Mage geht. Ich hab einen. Na, ich guck mal, auf was ich gehe. Ich schau mal, was. Auf was mich. Ich schau mal, was auf mich zukommt, meine Güte. So, ich gönn mir. Falsche Richtung. Irgendwer kloppt da. Falsche Richtung. Nee, egal. Hi. Mein Karts. Fahr ruhig weiter. Da war ich noch nicht, wo du da gerade lang fährst. Ja gut. Oh, ja. Nee, ich dachte, ich würde in Wasser rein fallen, aber tue ich nicht. War das Rote. Ah, ist Wüste. Was machst du? Fabi! Oh, fahr einfach weiter, da ist vermutlich noch ein Lebenskristall. Meins. Weiß doch, if going to drive into the water, don't. Verdammt. Oh, ich habe keine Fackel mehr. Dann muss ich gleich mal nach oben. Was ist das für ein gelbes Ding hier oben? Oh, no, 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 no. Carsten. Oh Gott. Hä? Ich check das nicht so ganz, wie das geht mit dem Steuerung gedrückt halten, um die ganze Zeit abzubauen. Also wie schnell ich bin. I'm speed. Da! Das ist echt Lebensgefühl! Tollt ja! Ich hab die Map, wie jede Minecraft-Map, einfach schon komplett durchgeschaut, wo alles ist und auswendig gelernt. Beziehungsweise, ich bin so... Ist das Terra, ich hab einfach jeden Seed, den es in Minecraft gibt, aus... Ich steig aus dem Ding aus. Steuerung. Oh nein, ich hätte es nicht sagen sollen jetzt, joinks! Robin, was tust du? Ja, ich war in der Wüste und da war ein Sandwurm. Herzensbrecher, ja. Ja, gut, das stimmt. Fabi, hast du noch Fackeln? Wir sind auch Würmer in den Wänden. Ach, das ist der Grabkrieger, ja, okay. Alter, wie weit geht denn das? Ja, gut, ich hab schon gemerkt, der ist nicht so cool. Ich merk's. Hier ist so ein Pilzbiom. Einfach mal über die gesamte Map. Hier ist Fast Ende. Weg. Am Pilzbiom ist Ende. Also an Geld mangelt es uns gleich, glaube ich. Wie steig ich denn jetzt aus? Oh yeah, Mr. Krabs. Wie steig ich aus, hallo? Mit Steuerung. Also geht nicht. Also du kannst auch rechtsklick auf das Kart machen, oben links. Oben links? Nimm Symbol. Ah, danke. Wen so einer, der mir geholfen hat. Fabi, hilf mir! Oh, du brauchst selber hier. Slime, it's teaching a classroom. Nachtwolf. Nein! Achso, du bist das. Bock, erschreck mich nicht so. Ich mach mal ein bisschen Zinnrad. Wie isst man nochmal Sachen? Hallo? Indem du sie auswählst und dann entweder rechts oder links klicken musst. Weiß ich nicht mehr ganz genau.
Und das Vieh nicht auf mich runterspringen kann. Platinerz, jawohl. Was denn? Und tschüss! Und tschüss! Ah, verdammt, ich komme nicht so hoch. Unfair. Was für unfair. Hier, warte, hier geht's weiter runter. Komm, helf mit. Wieso kapierst du das mit Steuerung nicht? Du musst einfach Steuerung kurz einmal drücken, dann bastet dir die Blöcke so ein. Dann brauchst du nur nach unten gedrückt halten. Hä, ich check's nicht. Einmal kurz Steuerung drücken. Okay, mach ich jetzt. Es dann passiert nichts. Dann wählt er die Blöcke an. Ja, kommt halt bei mir nicht, ne? Je nachdem, welche Richtung du halt die Maus dann hältst. Ja, vielleicht hast du eine andere Tastenkombination, weil ich steig mit Steuerung nämlich auch nicht aus. Irgendwie super los. Ich bin ja noch so ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir nicht einen DMCA-Claim reinkriegen, Pop. Okay, nach da rechts. Muss bei Terraria soll ja nichts passieren. Nach rechts, Fabi. Was für ein rotes Erz. Hey, Saving World. Uff. Opfer vielleicht? Das hilft mir. It's treason, then. Danke für deine Hilfe. Oh, nein. Danke, Karl. Skelett. Lecker. Somit haben Skelette einen Kill. Okay, ich muss jetzt irgendwie schnell zurückkommen. Teleport you anywhere. I will take that. Irgendwo auf der Map. Das ist halt uncool. I will take that. Consume ist doch. Consume. Consume. Erster Soul-Ad haben wir eben. Wieso konsumiert das nicht? Es ist super lost. Lol, jetzt hat er es konsumiert oder was? No, what? Ja, das ist ein bisschen. Wurmloch-Trank. Ja. Ist halt Terraria. Ja. Teleportio. Ah, lol. Jetzt check ich's. Ich hätte gern Spiegel, Alter. Oder was? Wie öffne ich die Map? Mit M. M wie Map, genau. Bei Map heißt Karte. Wer ist gerade zu Hause? War zu Hause. Warum? Nein. Ich bin fast zu Hause. Rolling Cactus, Alter. Wird sich zu mir teleportieren oder was? Ja. Ich sehe Carsten, er ist ein bisschen weiter rechts. Kannst du dich zu mir teleportieren? Oder was machst du da? Ja, ich würd's gerne, ne? Hätte diese Holzkacke verkackt. Klingt nicht gesund. Oh, das ist aber nicht Crimson, oder? Hey, ich hab halt. Okay, keine Ahnung. Nee. Moment, was steht da? Also. Teleport you to a click ahead. Ja, ich kann. Man kann übrigens die NPCs irgendwie nicht mehr so einfach in Häuser reinlocken oder einsperren, ne? Nee. Irgendwas hatten die da verändert. Ja, ich glaube, es geht aber immer noch relativ einfach. Muss man halt etwas anderes Thread nehmen. Vorher hat es ja gereicht, dass du die so ein Bett oder irgendwas reinschickst. Ja, du musst den jetzt zwischen Bett und eine Tür. Ah, geht mal alle bitte in die Mindestgröße. In die irgendeine Party. Blau oder grün? Rot. Rot? Okay, dann gehen wir in Rot. Alle in Rot. Ja, dann sehen wir uns ja wieder. Ja, dann sehen wir uns. Ah, okay, jetzt kann ich mich auch endlich teleportieren. Hey, Patrick. Robana, geh mal in die rote Party. Wie? Also geh mal auf Tab. Escape. Achso, Escape ist es bei euch. Escape bei mir und dann machst du rechts wo diese 1000 Flops sind auf das kleine rote Schild. So, it's treason then. Okay, Pepe got joined the party. Wandern. Fabi, kannst du mal endlich einstellen, dass wir Admin haben? Bitte? Nein, jetzt musst du echt. Okay, dann machen wir jetzt diese Episode Schluss. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne positive Wertung da. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Tschüss.